Servus YouTube, was geht ab? Ich habe ein paar Neuigkeiten zu Warzone 2. Und zwar haben wir hier schon die geleakte Map. Hier oben könnt ihr sehen. Wir haben ein paar Parts aus MW2. Wer früher MW2 gezockt hat, der kennt es sehr wahrscheinlich. Carry war eine Map von MW2. Die haben wir hier oben links. Dann haben wir hier Airport drin. Wie schon bestätigt, es wird wahrscheinlich Terminal von MW2 reinkommen. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier bei Airport Terminal haben werden, was halt auch Sinn ergeben würde. Dann haben wir hier sehr, sehr viel Wasser. Wer damals Black Ops, ich meine 3 war das, oder Black Ops 4, den Blackout-Modus gezockt hat, das war das erste Battle Royale, der weiß, wie es ist mit dem Schwimmen. Das wird hier auch wieder reingeführt. Haben hier ein paar Wasserwege auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine schwarze Umrandung. Das Ganze wird wahrscheinlich eine Zugstrecke. Straßen und so weiter sind jetzt hier noch nicht eingezeichnet. Es ist gerade nur ein geleaktes Bild. Es ist aber zu 90% wird es genauso kommen. So, dann haben wir hier noch ein Bild, welche Maps in die Warzone 2 Map reingespielt werden. Werden wahrscheinlich nicht 1:1 so auftauchen, aber so ein Parts davon, sage ich mal. Carry, wie erwähnt, oben links. Dann haben wir Highrise. Wer Highrise damals auf MW2 gespielt hat, weiß, das ist eine sehr, sehr geile Map. Afghan auch richtig wild. Favelas, brauche ich nichts zu sagen, ist auch richtig nice. Und Terminal sowieso eine der geilsten Maps, die es jemals gab. MW2 wurde auch angekündigt für den 28. Oktober 2020. 22 sind wir ja schon dieses Jahr. Und ich bin auf jeden Fall hyped. Warzone aktuell macht nur auf Rebirth Spaß. Meiner Meinung nach, Caldera ist ein bisschen zu unübersichtlich und hat nicht so meinen Nerv getroffen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Wenn ihr keine Infos verpassen wollt, wenn ihr ein paar Gameplays sehen wollt, kommt auf meinen Livestream auf Twitch. Checkt das Ganze ab. Lasst in den Kommentaren drüber diskutieren, was wir davon halten sollen oder nicht. Und wenn ihr keinen Bock auf Kommentare habt, dann lasst es einfach sein. Haut rein, Freunde. Peace out.